Ich darf Sie hier heute zu unserem Abschlussabend, zum 11. Abschlussabend der Harmonikawoche des Jugendauswahl-Harmonika-Orchesters des Landesrates, der ungarn-deutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen auf das Herzlichste begrüßen. Ich bedanke mich schon jetzt, dass so viele gekommen sind. Ich hoffe, wir werden Sie mit unserer Musik zufriedenstellen. Aus allen Teilen Ungarns, kann ich schon sagen, sind die Leute angereist, um unser Harmonika-Jugendauswahlorchester zu hören. Ich begrüße Sie im Namen des Landesrates der Ungarn-Deutschen Chöre Kapellen, im Namen seines Vorsitzenden, Herrn Laszlo Greis, der leider nicht hier sein kann, auch im Namen des Weltdachverbandes der Donauschwaben, der durch mich Ihnen die besten Grüße und gute Unterhaltung wünscht. Wir beginnen unser Programm mit einem kleinen Zitat des griechischen Philosophen Plato. Die Musik aber ist der wichtigste Teil der Erziehung. Rhythmus und Töne dringen am tiefsten in die Seele und erschüttern sie am gewaltigsten. Das haben wir erlebt jedes Jahr bei diesem Lager, bei diesem Harmonika-Ausbildungslager. Und wir hoffen, dass wir das auch weiterhin noch oft erleben werden. Und jetzt begrüßen Sie mit mir die Mitglieder des Jugendauswahlorchesters des Landesrates. Ich bitte, hierher zu kommen und ich werde Sie dann persönlich dann kurz vorstellen.
Meine Damen und Herren,